Ah, jetzt haben wir wieder kein Bild mehr. Juhu. Warte mal. Das liegt daran, weil ihr vom Podcast kommt. Das sind eure Stärken. Ja. Oder die haben auch, genau wie du, vergessen, den Stecker anzustecken. Ich hatte es tatsächlich gar nicht vergessen. Ich habe es einfach nur nicht. Es war bisher keine Rolle bei mir, aber egal. Hoffentlich hat man es wenigstens. Ah. Wieso bin ich denn schon wieder zu tief eigentlich? Ich habe mich auf dem. Ja, ich bin auch etwas niedrig eingestellt. Das war beim letzten Mal schon so. Ja, dafür ist oben ein riesen schwarzer Rand. Egal. Genau, das liegt nicht an uns. Naja. So, wir sind jetzt da, endlich. Ich wollte das F-Wort sagen. Nein, ich lasse es lieber. Willkommen beim Videostammtisch. Heute am Donnerstag um 20 Uhr auf unserem Kanal vom Retro-Kompott. Und ja, ihr seht schon hinter mir lustige Comicfiguren. Ob das Ganze dann lustig ist, werden wir sehen. Derjenige, der sich das gewünscht hat, der Blindgamer, der Christian, der kommt nachher gleich, wenn ich hier mit meinem Gefasel durch bin und wird das zeigen, wie einfach das doch ist. Ich habe ein bisschen Angst, weil das Sprite so groß ist, aber ihr werdet das bestimmt voller Stolz durchspielen oder auch nicht.
Wer von euch, achso, wer ist da? Michael ist natürlich da. Hi, Michi. Servus. Der Patrick ist da, der Paddocke-Monkey. Hallo. Der Stefan, der Greco76, ist auch da. Mahlzeit. Und ich, Robin. Hier steht unten Patrick. Nein, das ist nicht so. Ich bin Robin. Wer von euch kennt das Spiel? Nope. Nope. Nur die NES-Fassung. Okay, das macht es ja super einfach. Also mir wurde gesagt, ich soll die SNES-Fassung reinschmeißen, weil Christian das Spiel schon mal gespielt hat. Ich sehe hier, wie ihr noch nicht seht, warte mal, ich stelle das mal um. Wie ihr seht, seht ihr im Hintergrund auch etwas wie einen Zwei-Spieler-Modus. Ich lasse mich mal überraschen, was das ist, wobei das wird ja keiner von euch spielen. Aber es ist auf jeden Fall bunt. Bunt wie die Serie. Ich habe gute Erinnerungen an die Serie. Das werdet ihr wahrscheinlich auch alle haben, weil ihr durch das Samstagvormittag-Jugendprogramm mindestens einmal vielen Dank für die Blumen gehört habt. Aber für mich ist das tatsächlich eine Jugenderinnerung. Ich weiß nicht, wenn ich das dann so bei Michi gerade sehe und es ja vorhin schon gespielt habe, ob es wirklich gut ist. Das werden wir sehen. Ich wünsche euch viel Spaß. Ich hole euch den Christian her, der wird dann Hallo sagen. Und dann könnt ihr mal gucken, ob euch das irgendwie gefällt. Tschüss. Es scheint zumindest mal besser zu sein, als das, was ich bisher von C64 und Amiga kenne. Also Tom und Jerry habe ich geliebt. Und tatsächlich ist Tom und Jerry mit der Verklärtheit eines Erwachsenen, der es damals im Sinn hat, gucke ich tatsächlich heute noch, bleibe ich manchmal hängen, wenn es irgendwo läuft. Also Tom und Jerry mag ich ja, noch. Ja, man kann auch sagen, es ist eigentlich keine Kinderserie. Naja, gut, kommst du jetzt mit der Sache, dass es so brutal wäre oder so? Ja, das ist... Das nicht, aber sagen wir so, Comic-Gewalt ist halt Comic-Gewalt. Ja, gut. Also eigentlich ist es eher für Jugendliche gedacht gewesen, denke ich mal. Nicht direkt für Kleinstkinder. Ich weiß nicht. Mach mir mein Tom und Jerry nicht kaputt. Ah, was? Wir kommen ja alle aus der Zeit, als alles, was im entferntesten Zeichentrickfilm war, dann auch für Kinder sein musste. Ja. Deswegen haben wir ja Captain Future in Wobei, dieser extrem verstümmelten Version. Ich bin halt Grumpy Old Man mittlerweile, also ich kann mit Mangas und Kuchen nicht noch nie was anfangen. Ich mag diese Comics. Aber irgendwie ist das Bild verrutscht, also tut mir leid. Ist das nur bei mir so, dass ich bei jedem Springen automatisch schieße? Nee, das ist bei mir nicht. Nee, habe ich auch nicht so. Ah. Also Jerry sieht aber schön aus, tatsächlich schön gezeichnet, finde ich. Was sagt jetzt noch nichts über das Spiel aus, aber... Aber ich hasse es jetzt schon. Ich falle hier ständig runter. Fuck you. Oh, erstes Level geschafft. So. Angeber. Ah, komm, stellt man die Tasten richtig ein, hüpft auch ohne zu schießen. Also gestern, als ich das Spiel vorbereitet habe, habe ich es ein bisschen gespielt und irgendwie ist die Levelstruktur genauso uninspiriert wie bei der NES-Fassung. Okay. Oh, hallo Manfred. Ja, die C64-Version habe ich habe irgendein C64-Spiel mal gespielt mit Tom Jerry und fand die Grafik ganz nett, aber da reden wir eben vom C64-Niveau. Aber das Spiel habe ich auch nicht gut in Erinnerung. Ja. Ja, das war von Magic Bytes. Kann sein, dass vielleicht sogar Oliver was mit der Grafik zu tun gehabt hat. Ich glaube, das hätte er erzählt letzte Woche, ne? Das bin ich nicht sicher bei dem Spiel, ob er das erzählt hätte. Ja, Sally, ich schaff's nicht, auf dieser Plattform zu bleiben. Ich springe immer wieder runter. Müsst ihr auch nicht auf die Plattform. Ich will aber. Also, weißt du, es geht ja darum, ich schaffe nicht mal das Minimum eines Jump-Runs, nämlich zu jumpen und. Wie, das war das Level? Ihr sagt das alles so einfach und ich habe es noch nicht mal geschafft. Zumindest das erste Level waren jetzt ziemlich enttäuschend. Als Einstieg. Ja, es ist relativ belanglos, was ich hier bisher sehe. Ja, genau. Du kannst auch draufspringen auf die Viecher.
Ja, da passierte nichts. Also. Ja, auf die Schaben musst du dreimal springen und die Hürde schaffst du und einmal. Hä? Ich nehme mal an, dass ich hier irgendwas. Nee. Verstehe ich nicht. Egal. Musik ist auch relativ einfallslos, ne? Diese selben drei Sound-Jingles. Was genau sammle ich da eigentlich ein? Ja, das ist eine gute Frage. Soll es Käse sein? Orangener Käse? Na aber ja. Kann sein, du. Gibt ja alle möglichen Sorten Käse. Ja, stimmt, so ein Cheddar-mäßig so. Aber ruckelt das bei euch auch gerade? Nee, also ja, nicht so ruckeln, Slowdown meine ich, Slowdown. Slowdown habe ich jetzt nicht, aber. Ich habe einen gigantischen Slowdown. So ein dezentes Ruckeln im Hintergrund habe ich auf jeden Fall. Wenn du es anschaust, wie sich das der Hintergrund so bewegt. Ich weiß nicht, ob bewegt der richtige Ausdruck ist. Stottert. Oh. Ist richtig lahmarschig, wird es an einzelnen Stellen. Aber da ist noch nicht mal viel los. Hast du die US oder die europäische Version? Gute Frage, was die gerade geschaut hat. Das könnte natürlich daran liegen. Das ist natürlich nicht unrecht. Ah, das oben ist definitiv ein Käse. Die Sprünge sind etwas merkwürdig. Sind gerade so, dass du sie schaffen kannst. Ich bin auch, das Springverhalten ist kacke, oder? Hallo übrigens. Springen ist noch. Springen ist doch in Ordnung, das Landen ist scheiße. Ja, aber er springt auch höher, je schneller er läuft. Und das macht es manchmal fast unmöglich, finde ich. Oh, das liebe ich ja, wenn du nicht weißt, wo du hinspringen musst. Weil die alles so groß skaliert haben, dass du die Landezone nicht siehst. Achso, ihr könnt jetzt mal vielleicht umstellen. Welche Version hat gestartet? Das ist eine Frage. Verdammt. Ich habe Video, Region, RAM-Head, alles Auto. Einmal in den Abgrund gestürzt. Manfred, kennst du das Spiel? Nö. Noch nie gespielt, war völlig unbekannt. Gut, ich verstehe, warum Christian vielleicht seinen Spaß dran hat. Weil Ja, jede ja. Aktion Das ist ja eine deutlich akustisch zu hören ist, aber. Genau, das ist halt eine andere Prämisse, unter der er das Spiel gespielt hat oder so. Das kann ich auch verstehen, das ist was ganz anderes. Wobei schon im zweiten Level wüsste ich nicht, wie ich das schaffen sollte, ohne zu sehen. Jetzt müssen wir nochmal mit Anlauf. Nee. Ah, jetzt. Also ich nehme mal an, dass X oder sowas für Laufen ist. Auch wenn ich es nicht merke. Oder so ähnlich. Theoretisch eben Test. Hallo? Hi, Christian.
Ja, hier zum ersten Mal Tom. Ah. Bosskampf. Ja. Hi, Tachchen. Ach, hi, servus. Einen schönen guten Abend. Hallo. Okay, ich bin einfach runtergefallen und okay, dann war ich plötzlich im Ziel. So kann man es auch machen. Ich vermute mal, wenn du 100 Käsestücke sammelst, kriegst du ein Leben oder sowas? Das kann sein, du. Oder Käsebällchen? Also zumindest ist vorhin oben was umgeschlagen, aber ich sehe leider keine Lebensanzeige von mir. Patrick, kann der irgendwie sich umdrehen auf seinem Skateboard? Nee, wa? Seinem Nee, Hoverboard? klappt nicht. Wie anstrengend. Das Gemeine ist, wenn du Bosskampf nicht schaffst, machst du das gleich nochmal. Ich muss da ja erstmal hinkommen. Aber jetzt gerade oben so ein bisschen bei Christian zu. So, was ist mit mir? Du bist jetzt wieder im Menü. Weiß jemand, ob man das Spiel auch leicht irgendwie umstellen kann, ein bisschen? Ich habe jetzt keine Option gesehen. Ich habe auch nicht gesehen. Auswahl erste Ein- und Zwei-Player. Genau. Ah, nee, das brauchen wir ja nicht. Gleich ist es stopp, nicht weiter. Oh. Du bist jetzt sozusagen auf dem Fenster, sind kurz vor Ende. Du musst dann einen Stein, so ein Backstein kommt, fährt rauf und runter. Ach, scheiße. Okay, wie kommt man? Hochspringen jetzt. Achso, jetzt zu spät. Jetzt bist du in den Tod gesprungen. Ja. Also ich muss dazu sagen, ich habe das Spiel zwar vorgeschlagen, aber auch nur, weil ich wusste, ja, wir hatten es früher mal auf dem Super Nintendo und es ist ein Jump'n'Run. Okay. Also ich habe keine Garantie übernommen, dass ich das Spiel auch wirklich spielen kann. Der Ich habe einzige Vorteil ist, ich habe 99 Leben, aber... okay. Ich habe auch original mich schon gefragt, wie du das spielen kannst, weil das ist gar nicht so leicht. Jetzt war genauso wie du vorhin ins Levelende gestürzt. Geht. Wie gesagt, darum habe ich gesagt, ich habe diesmal ein Spiel wirklich, von dem ich wusste, dass wir es früher zwar hatten, aber ich konnte mich nicht mehr wirklich dran erinnern und dachte mir, hey, warum nicht gemeinsam es erkunden? Und wenn ich nach Ja. einer halben Stunde das Ding hier in die Ecke schmeiße und sage, okay, das wird wohl nichts hier. Ja, was soll's? Also, ist Aber ja. dafür freue ich mich auf Ende des Jahres auf Final Fight. Also das. Okay. Ja, dann kann ich das mal. Wobei Final Fight war das, war ein Street. Oh Gott, ich bringe mal Nee, das durcheinander. ist ein Street Brawler, also Brawler, du ne? läufst Genau, ja. quasi. Okay, da habe ich die Amiga-Version damals irgendwann mal gespielt. Das weiß ich. Fand es jetzt aber nicht überragende Weltklasse. Aber, Oh, ja. sorry. Meine kurze Frage, hat jemand eine Ahnung, wie man hier weiterkommt? Der Sprung reicht ja nicht aus. Und Mit irgendwie. Anlauf. Wenn du Okay. schneller läufst, kannst du höher springen. Auf dem Wie genau du kurzen. den Anlauf triggerst, weiß ich allerdings nicht. Nee, genau. Ja, ich habe mich auch schon gefragt. Kann sein, dass du wirklich einfach nur ein bisschen laufen musst. Also das kurze Stück ist aber sehr, sehr nett. Ja gut, ich schau mal so. Ah, Ernsthaft. okay. Hat funktioniert. Sehr schön. War zwar eher noch Zufall, aber. Ja, genau. So, wie komme ich jetzt hier eigentlich mal weiter? Ich glaube, ich schalte immer an diesem Fenster, sind, wo dieser Steinrauchen runterfährt, oder? Ja, zumindest bis in den unteren Bereich. Okay. Stopp, 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 stopp. Oh. Soweit. Wir versuchen es nochmal. Irgendwie. Oh, was tut mir hier weh? Ja, das waren Schaben. Ah, ja. Die da fröhlich unten rumlaufen. So, stopp. Ja. Na, du warst jetzt gerade schon auf dem Stein. Jetzt geh mal ein bisschen nach links. Ja. Und spring mal. Ah.
Leider muss jetzt im richtigen Moment springen. Das heißt. Vor allem, wir haben ein bisschen Verzögerung, glaube ich. Das wird ja spannend. Spring. Ah, noch ein bisschen nach links. Ja. Noch mehr? Nee, das reicht jetzt. Spring. Ah. Ohne Bewegung am besten, weil jetzt bist du gerade Ach, runtergesprungen. okay, ja, ich habe nach oben gedrückt. Alles klar. Das ist wirklich jetzt gerade nicht einfach über das Vor Delay. allem gleich im ersten Level so einen Scheiß zu programmieren. Also. Okay, stopp, stopp. Zu spät. Du warst jetzt gerade auf dem Stein und bist dann da runtergesprungen. Scheiße, und da muss man einfach drauf stehen bleiben dann, oder was? Genau, geht rauf und runter wie so ein Lift. Und dann musst du quasi links in die andere Richtung weiter, wenn du oben bist. Ah. Na? Noch weiter? Ja, jetzt bist du auf dem Stein, jetzt fährst du rüber. Ah. Jetzt nach rechts, nach links, Entschuldigung. Ah, Mist. Bist genau in die Lücke dazwischen reingeraten. Also bin Stopp, ich stopp, wieder stopp, unten, oder stopp, du bist was? wieder unten, ja. Ah, Also wieder nach okay. rechts. Ja. So, stopp, 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 stopp. Okay, also der Stein wartet zumindest vor dir Längst unten, her? Ach wenn du ins so. Bild reinkommst, aber du bist zu weit gelaufen gerade. Der fährt los, sobald du halt eben darauf landest. Stopp. Zu weit. Das Problem ist, das Bild ist so hoch, so groß skaliert, dass ich den Stein erst recht spät sehe. Deswegen kann ich dich nicht Liegt vorwarnen, das was hier da an jetzt uns kommt. irgendwie, dass das. So, bin wieder da. Liegt das an uns, dass das hier zu groß eingestellt ist, Nein, oder? nein, 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 das Spiel ist so groß Ach eingestellt. so. Du hast halt eine riesige Maus. Dafür ist das ganze Bild halt eben sehr groß. Stopp. Wieder runtergerutscht. Gehen wir nach links aus dem Bild raus. Also weiter nach links. So, und jetzt wieder nach rechts. Schauen wir, vielleicht ist der Stein jetzt wieder da. Nee, der wartet nicht. Spring. Ja. Da, wo du jetzt stehst, einfach mal so lange springen, bis. Bis irgendeiner Stopp sagt. Gut. Genau, bis du auf dem Stein landest. Stopp. Jetzt spring nach links. Jawohl, du bist auf der zweiten Ebene. So, und jetzt nach rechts weiter, Nach oder? links die ganze Zeit weiter. Oha. Das geht so zickzackmäßig. Und haben wir gleich wieder so einen blöden Stein, Ja, oder? ja. Ah. Stopp, stopp. Jetzt bist du wieder auf der unteren Ebene. Ach du Scheiße. Ich kann das Game leider nicht auf mein Bild umlegen. Das müsste tatsächlich Robin machen. Dass wir Christian mal fest einfrieren. Sachchen. Herr Robin ist gerade nicht da. Oder Patrick, ich weiß nicht, wenn er in der Nähe ist. Ja, ich glaube, es ist ein Kranke. Robin? So, mal gucken, ob er gleich. Was? Kannst du mich einfrieren, dass die mich mal eine Zeit lang mit begleiten können? Michi, Tachchen hat was im Chat geschrieben, hast du das schon gelesen gehabt? Ja, wir Das sind war, gerade okay. dabei. Also stehst Ja, du ich war gerade gerade weg, stark wie am deswegen Fenster frage ich sind? Ja. Machst du Kannst. mal nach rechts? Okay. Kannst Ja, schießen, wenn du oder du möchtest. leitest Da ihn, kommt genau. auch wieder die Käfer. Das ist der Schussknopf für Hoch- Ach und so. Tiefschuss. Das ist Tiefschießen. Ah. Nicht mehr so schnell. Gleich kommt die Stopp. Hoch. Springen. Genau. Jetzt bist du auf dem Backstein. Und jetzt springst du hoch und links. Bis auf der nächsten Ebene. Es kommt gleich wieder eine Ebene. Von Ebene zu Ebene, um auf Ja. Dachen weiterzukommen. Hochspringen, Entschuldigung, rechts, rechts, rechts. Jetzt bist du wieder zurückgefallen in den Ja, Fahrkasten. genau. Einmal nach rechts. Genau. Beinstopp, hoch. Gleich nach oben links springen. Ja. Jetzt sind wir auf der zweiten Ebene.
Ein bisschen langsamer machen, ja. Käfer, Käfer. Stopp. Oben links springen. Oben links springen, ja. Stopp. Oben rechts springen. Oh, stopp. Oben links springen. Oh nein, ich bin runtergefallen. Ich glaube, das ist war ein netter Versuch, aber ich glaube, da. Das, ja, weil es hier kein, es gibt keinen echten Boden. Ne? Also nee. Das ist ein, ich glaube, das wird eine Never-Ending Story hier. Aber wir haben es mal wieder versucht und wir haben uns mal wieder gesehen hier im Videostammtisch. Kann man so sagen, ja. Aber ich glaube, demnächst war noch irgendein Spiel, was ich zumindest probieren könnte. Ich bin mir mal gerade nicht sicher. Es war Final Fight Ende grade. Des Jahres. Hör auch mal rein. Attack of the Mutant Camels. Weiß ich nicht, ob das was für dich ist. Ja, glaube ich nicht. Vielleicht schon, weil es nicht so ein, ist nicht so, nee, ein, so ein Schmupp, den ich, ähnliches Ding? Oder ist es eher... Was denn? Das Attack of the Mutant Camels, das ist nicht sowas Schmuck. Das kenne ich nicht. Müsstest Patrick mal fragen, das kennt er auswendig. Alles klar. Ansonsten Mega Man. Ja, Mega Man hatte ich noch vorgeschlagen, genau. Ja, das da, ist Ende des Monats dran. Da kann man zumindest ein bisschen geschickt, zumindest je nachdem, für welchen Teil ich mich entscheide, kann man das erste Level schaffen. Da muss ich mal gucken. Zumal könnte man da dann mehrere Teile einfach mal ausprobieren. Ich glaube, da habe ich mehr von als jetzt heute hier. Ja, und kurz vor Silvester gibt es dann noch Final Fight. Final Fight, genau. Dann sehen wir uns hier zumindest in Mega Man wieder. Alles klar. Oder? Dann noch viel Spaß. Und danke dir auch, ne? Ciao. Bis dann. Ciao. Servus. Ciao. Was ich schon mal krass finde, man sieht nicht, wo man hinspringt oder so. Und die Gegner respawnen da und. Ich bin ehrlich, ich könnte auch jetzt schon mein Fazit ziehen zum Spiel. Ja gut, ich habe es, glaube ich, letztes Mal schon gezogen, als ich gesagt habe, ich kenne nicht ein einziges gutes Tom Jerry Spiel, aber... Aber ich glaube, es ist ein bisschen besser als die, sagen wir mal, 64 Amiga. Also. Ja gut, schlechter ging jetzt auch nicht mehr. Die muss ich gleich mal anmachen. Ich habe die gespielt, da war ich eben, weiß ich nicht, wie alt waren wir da, 12 da oder was? 12? Ich meine, dass es getestet wurde und dann sogar unterirdische 20% gekriegt hat, aber... Kann auch sein, dass ich es verkläre. Ich weiß, dass ich auch irgendwann mal so ein Gar-Spiel gestartet habe und es auch das Spiel selbst nicht geil fand, aber die Grafik ziemlich cool fand für C64 halt irgendwie. Das war ein Boost. Du meinst das Garfield-Spiel, wurde die Gegenstände aufsammeln muss oder, glaube ich? Ich habe da wirklich nur noch rudimentärstes Erinnerungsvermögen dran. Das ist echt wirklich 35 Jahre her. Es war zumindest kein Superspiel, sonst hätte ich es ja mehr gespielt, sodass ich es zumindest weiß. Aber mir ist so, dass ich das Tom und Jerry Spiel, es kann aber auch sein, dass ich einfach nur irgendwo in der ASM, ihr redet ja alle schlecht, deswegen würde es so sein, glaube ich auch, vielleicht in der ASM oder so als Gurke des Monats, so nach dem Motto. Wobei Gurke des Monats war Powerplay. Nee, ASM hatte auch Gurke des Monats. Hatten die? Also ich kann mich erinnern, die Powerplay hatte wirklich eine Gurke abgedruckt, eine Zeit lang. Die ASM hat, glaube ich, sogar eine Plakette oder so gegeben. Jetzt weiß ich aber nicht, ob das Gurke war oder Flop des Monats. Flop des Monats war es, glaube ich. Flop des Monats, ne? Weil die Gurke war wirklich so eine hässliche Grafik. Ich glaube, da haben sie so eine Käsescheibe in so als Floppy dargestellt. Ja, na gut, das kann ja noch sein. Aber was sind denn für Gegner? Außerirdische plötzlich? Frankenstein? Ja, vor allem, wenn ich es richtig verfolge, bin ich jetzt in einem Filmapparat, in dem Außerirdische und Frankenstein und eine Fliege und was weiß ich was rumschwirren. Scheint wohl Filmmonster zu sein. Also völlig, völlig wahllos, ne? Ja. Ich finde übrigens auch, dass wenn ich mir den Jerry hier angucke auf dem Standbild, dass der viel zu große Pfoten hat. Also, selbst wenn es so diese Effektvergrößerung sein soll, beziehungsweise so ran. Naja, egal. Ja, Tachchen ist auch so tatsächlich. Also ich finde es relativ schwer. Also jetzt nicht, dass ich hier verzweifle, so jetzt auch nicht. Aber es ist definitiv jetzt nicht das, wo ich sagen würde, hier, kleines sechsjähriges Kindchen. Och, wir hatten ja nichts anderes damals. Ja, es ist halt Schwierigkeitsgrad Nintendo. Nee, nicht ganz, aber. Also ich finde es relativ schwer. Ich finde nicht, dass Schwierigkeitsgrad Nintendo ist. Nee, Schwierigkeitsgrad Nintendo war zu NES-Zeiten. Ach so. Der extremste Schwierigkeitsgrad, den die Spiele teilweise hatten. Ja gut, wenn sie den Schwierigkeitsgrad nicht gehabt hätten, wäre jedes Spiel von denen in 45 Minuten durchspielbar. Also jetzt greife ich wieder unten ins Ziel rein.
Speedrunner schaffen das wahrscheinlich auch. Oh, es gibt so anscheinend einen Fallschaden. Denn obwohl ich ins Ziel geknallt bin, bin ich Game Over, bin ich kaputt gegangen dabei. Ach, dir ist auch passiert. Ich habe vorher das Ziel alle gesehen, aber ich Game Over. Und ich bin ja doch zufällig in die richtige Richtung gefallen. Ja, das schon, aber ich bin halt nicht zum Levelende gekommen, sondern trotzdem K.O. gegangen. Ich find's echt nicht gut, ey. Hallo Peter. Nein, nein, hier gibt's keinen Peter. Es ist ein super Spiel. Also die Serie war toll. Genau. Tom und Jerry habe ich geliebt. Ich stimme euch zu. Ich bin auch nicht gerade begeistert von dem Spiel. Und den ganzen Weg wieder runter. Ja, ich mag. Es gibt Fallschaden. Okay, gut. Das meint ihr mit dem Exit. Genau. Ja, vielen Dank für die Blumen, genau. Wie lieb von dir. Und dann höre ich jetzt auch auf zu singen, das habt ihr nicht verdient. Also, so was Schlimmes meine ich. Find's echt nicht gut, sorry. Ich bin ja wenigstens erleichtert, dass Christian gesagt hat, er kennt das Spiel eigentlich auch nicht. Also, Mich hätte es jetzt schwer verwundert, wenn er das Spiel nicht kann. Ja, ja, eben. Das habe ich schon nach 60 Sekunden gedacht. Und wie will das jemand, der das nicht sieht, wie will jemand das spielen? Aber Jerry Sprite sieht gut aus. Dafür schauen die Aliens scheiße aus. Ja. Aber der Jerry sieht gut aus. Da muss man wenigstens eine Sache möchte ich positiv auch mal genannt haben. Ich bin gerade Game Over gegangen. Wunderbar. Ich dachte, ich bin durch. Kommt jetzt. Nee, ich hab das Spiel vorher nie gesehen. Nee, und gut, du hast doch ein Talent. Du brauchst doch jetzt nicht. Also Übung brauchst du doch nicht. Ich und Talent. Ich fall wirklich pixelgenau hier runter, ey. Ich meine, man könnte natürlich die alten Teile spielen, dann wissen wir genau, dass sie schlecht sind. Wer hat jetzt, ne, wobei, habe ich Zugriff auf, nee, ich habe C64, kann ich jetzt, habe ich garantiert noch keinen Zugriff. Bin gerade dabei, auf der Mister jetzt meine C64-Sammlung da oder. Peter, ich glaube, das ist alles Super Nintendo. Ja, ja, ist alles Super Nintendo. Ja, das ist Super Nintendo. Ich hab, weil das auch das Vorgabe war. Ich habe das System unten in. Ich habe das System zum einen unten in den Text drin und auch in Klammern hinter dem Titel. Kennst du das Spiel, Peter? Hast du das früher gespielt? Ich habe das sogar früher immer per Grafik dann das System eingeblendet bei mir. Wenn ich, je nachdem, welche Version ich spiele, aber irgendwann habe ich es dann auch sein lassen. Ich werde mir gemeinsam, ich werde mir einen Cheat im Netz zusammensuchen. Was? Ja. Cheaten? Mhm. Macht das sowas? Wozu denn das? Sagen wir, ich bin neugierig. Ja, wie gesagt, ich schreibe halt alle Systeme, die gespielt werden, in die Tags rein. Nach Möglichkeit. Hi, DJ Steven. Hallo. Atari VCS, gibt es das für ein Atari VCS? Es könnte sein, dass es eins gibt für ein VCS. Gab ja auch Obelix, und also Asterix und Obelix. Glaube zwar nicht, dass es eins gibt, aber wissen tut es nicht. Ein Scheiß hier. Diese ganzen Sprünge ins Unbekannte. Aber jetzt bin ich wenigstens diesmal unten angekommen, lebend. Sorry, das ist einfach kein gutes Spiel. Nee.
Ja, das ist der Tom. Und nun? Es gibt eine Zeit. Ja, aber die ist ja egal. Ich habe die noch gar nicht gesehen. Wo wird denn die Nee, weil eingeblendet? sie bisher wirklich egal war. Oh, das geht mir jetzt schon auf den Keks. Wir müssen also 10-mal treffen. Ich treffe ihn gar nicht bisher. Ich weiß gar nicht, wo ich ihn treffen kann. Sobald du Tom siehst, musst du auf ihn schießen und ihn ungefähr 10-mal treffen. Ah, okay. Ah, jetzt bin ich auf dem Bosskampf. Ich schieße ihm immer in sein Ohr. Nein! Was hat jetzt eigentlich mit diesem Surfbrett auf sich? Keine Ahnung. Weil es Also ist es nur ist auch wirklich nervig. so vollkommen random auch. Ja. Die ganzen Level sind vollkommen random. Ja. Weißt du, springst von irgendwie, plötzlich bist du in so einer Kamera angeblich drin Ja, erst auf dem Hausdach, dann in der Kamera und und dann jetzt surfst du irgendwie auf irgendwas rum. irgendwo Backstage zuletzt. Für den Bosskampf. Also völlig zusammenhanglose Level. Vor allem die Hintergründe sind einfach irgendwie nicht schön. Die sind so ein. Also die Hintergründe hätte Amiga auch hingekriegt, meinst du? Absolut. Nee, der Amiga hat Also schon. meine, wir sprechen hier von Super Nintendo, da geht doch mehr. Ja, der Ja, Amiga da hat geht mehr. schönere Hintergründe gehabt mit Parallax-Scrolling und allem. Okay, muss ich jetzt die Scheiße nochmal machen mit dem Surfbrett, ja. Ja. Ich habe ein Surfbrett. Wieso nehme ich Schaden, wenn ich dann mit dem Surfbrett über ein Hindernis fahre? Ja, habe ich mich auch schon gefragt. Wenn ich dagegen knalle, ja, aber da drüber? Und die Frage ist, wie treibt dich dieses Surfboard eigentlich an? Goodwill. Und so, hast natürlich recht. Aber der Game Overscreen ist schön gemacht. Ja, aber dann musst du wieder komplett von vorne anfangen, wenn du nicht Save States hast. Habe ich nicht. Muss ja gerade lachen, ich habe einen Cheat gefunden für Spiel, aber ich kann nicht eingeben. So, jetzt verstehe ich es übrigens. Wir sind außerhalb des Kinos beim Anfang im ersten Level. Das ist ja gar nicht so random, macht ja jetzt total Sinn. Naja, dann. Wir wollen ja quasi als Maus, als Mäuserich, wollen wir quasi ins Kino rein. Ich weiß nicht warum, weil da ist ja nur Tom. Der Bosskampf ist der Hammer. Einfach nur dumm rumstehen, warten, bis der Kopf mal auftaucht. Dass ich ihn Ja, zuschießen wobei nach dem kann. 5., 6. Mal habe ich erwischt. Stefan, weil da meintest du mal, warum man ins Kino reingeht. Vielleicht ist der Film, der im Kino läuft, ein Riesenkäse. Ja. Ja. Muss so sein. Ne, ich mache jetzt auch ein Safe State, weil nochmal fange ich das Ding nicht von vorne an. Und wir Aber spielen wir jetzt haben doch erst. erst, du kannst auch noch alles schaffen heute. Ich weiß, wir spielen aber seit einer halben Stunde, aber ich habe jetzt schon keine Lust mehr. Geht mir genauso. Peter, der Wunsch kam allerdings auch, ohne es vorher gekannt zu haben, von unserem Blind Gamer Christian. Der war vor
Ich glaube, bevor du kamst, scheinbar so 2, 3 Minuten vorher, war er auch noch dabei. Und hat sich daran versucht. Genau. Sagen wir mal so, es ist nicht gerade blindengerechtes Spiel. Genau, aber er kannte es, wie gesagt, auch nicht. Er dachte, vielleicht wäre das was für ihn. Und man könnte gemeinsam ihm helfen, sozusagen, dass er mal ein bisschen weiterkommt oder so. In der Bibliothek seiner Eltern war es mit drin. Deswegen hat er genau gemeint, es wäre vielleicht noch was für ihn gewesen. Wieso schaffe ich es eigentlich nicht mit Energie mal da rein? In den Bosskampf. Weil das Spiel kacke ist bis dahin. Ah. Und jetzt hat sie es aufgehangen bei mir. Der war jetzt knapp. Das ist ein Zeichen von oben. Das Spiel hat sich aufgehangen. Nicht mal der Mister will das Ding spielen. Nee, so ein Mist. Okay, das ist also der Game Over Screen. Hab ich jetzt nicht vom Hocker gehauen. Starte jetzt mal die NES-Version. Kann ja nicht schlechter sein. Ja, es muss besser sein. Du hast ja noch Taffy dabei. Das Titelbild sieht gut aus hier, oder? Für NES-Verhältnisse? Das Titelbild. Ja, mehr sage ich jetzt erstmal nicht. Ist das ein Fehler, dieser Strich, der da... Das müsste man meinen, ne? Aha. Warum will ich keinen Ton? Okay. Oh, der Sound tut richtig weh. So, ich würde mir jetzt die Qualitätsversion des Spiels gönnen, die Amiga-Version. Oh ja. Die schlimme, genau. Tatsächlich bin ich auch auf dem Trip und ich habe. Ich glaube, wenn du es wirklich schlimm haben willst, dann schau dir Atari an. Du meinst, welche Atari? 800. Na, die kann ich doch hinkriegen. Bin ich sicher, ob es nicht für den 5200 auch gab. Gucken wir gleich. Der Müllhaufen im Hintergrund sieht aus wie ein Pixelfehler. Ja, wie Müll. Ziel erreicht. Der Müllhaufen erinnert mich so angenehm an das vom Gym. Ein Spiel, das ich jetzt viel lieber spielen würde. Ich musste vorhin lachen, wie man das Spiel zusammengesucht hat. Ich habe meine Top-Banane ausgewählt, um Gottes Willen. Und trau dich einmal. Ja, ich meine, außer dass es grafisch schlimmer ausschaut, spielerisch. Oder Tom und Jerry, Yolanda Edition, oder? Oh, das böse Wort, sorry. Ja, gut, also. Ja, bei Yolanda würde jetzt alles nach 2 Sekunden anfangen zu brennen. Genau. Er wird im Spiel vielleicht nicht schlecht. Mein Gott, ist das Spiel grauenvoll. Ich habe keinen Tom und Jerry für den Atari 800. Schade. Echt? Ja, heißt aber nicht, dass es keins gibt. Ich finde es halt noch nicht. Wir merken es halt, wie dieses Spiel in den ersten Sekunden schon schmerzt. Ich habe vor kurzem ein YouTube-Video gesehen, da hat jemand alle bekannten Tom und Jerry-Spiele nacheinander gespielt. Wow. Wie gesagt, nicht eins war wirklich berauschend von denen. Es gab da noch ein paar Spiele zum Film. Ich habe es geschafft, mit einem Herzen mal durchzukommen. Na bitte.
Und ich habe, aber es gibt bestimmt nach 100er Version, ich habe eine ZX Spectrum Version, aber immerhin mit 128 Kilobyte gefunden. Ich habe im Übrigen nie rausgefunden, was das Ziel des Spiels ist. Also normalerweise würde ich sagen, der Klassiker, mach es tot, bevor es dich tot macht. Ja, du spielst die Maus, du kannst da nichts töten. Sag das nicht. Außer dein Rechner. Oh, Knaller. Alter, was ist das? Genau. Was ist das denn? Und ich kann nichts machen. Du bist die Maus, musst Käse sammeln und versuchen, ins Mäuseloch zu flüchten. So viel weiß ich noch. Aber wie viel Käse du brauchst, welches Mäuseloch du rein musst. Ich sehe hier nicht mal Käse. Jetzt wollte ich gerade sagen, es wird irgendwas Gelbes sein, aber du hast ja ein ZX Spectrum. Kannst du mir mal erklären, wofür hier 128 Kilobyte nötig waren? Hast du Musik? Nee. Tja, dann kann ich sie nicht erklären. Obwohl, du hast immerhin mehr als zwei Farben. Ich hatte Furzgeräusche. Na, siehst du mal. Tachchen, das ist, auf dem Spektrum hast du oft genau diesen Farb... ich hätte jetzt beinahe gesagt, das Farbspektrum. Das Titelbild sah gut aus. Ich will auch mal was Positives sagen. Ich will nicht immer nur meckern. Ganz ehrlich, der, wenn ich da nach vorne gucke, sieht er aus wie der Bärenmarker-Typ, der Bär. Okay, das ist jetzt gut. Also es gibt eine Spektrum-Version, sagen wir es mal so. Ach Gott, ich bin in der nächsten Welt mit drei neuen fantastischen Leveln. Fantastische Level. Ja, ich versuche es mir immer noch schön zu reden. So, da kann sich Freude kaum zusammenhalten, oder? Hört man. Mega. Stimmung. Ah, kennt man diese Schlauchboote, die so völlig spontan sich aufblasen und dann anfangen zu fliegen? Richtig, richtig, genau richtig. Du hast es erkannt. Wie, um Amiga gibt es ja keinen Tom und Jerry. Bin ich enttäuscht. Wie? Auf Amiga gibt es gar keinen Tom und Jerry. Doch, eigentlich schon. Hallo, Oliver. Hallo, Oliver. Bist du einfach kommen und dich passt was? Den Mann kann man jetzt gleich mal fragen. du warst doch teilweise auch bei Magic Bytes tätig, oder? Hast du an Tom und Jerry gepixelt? Vor deiner Zeit. Ah, okay. Kann man im Nachhinein sagen, Glück gehabt. Naja, könnte zur Not immer noch sagen, er war jung und brauchte das Geld, aber da, Tom und Jerry 1 und Tom und Jerry 2. Na bitte. War. Sie haben die Qualität gesenkt. Ja, das Titelbild sieht toll aus. Habe ich jetzt, glaube ich, schon dreimal gesagt heute bei Spielen von Tom und Jerry. Ja, ja, Standbilder können die. Aber ich muss jetzt mal auch ein bisschen loben. Wir haben hier tatsächlich einen Farbverlauf im Hintergrund. Graphics bei Ralf Vogel. Der war es. Ich kenne ihn nicht, aber. Du hast einen Farbverlauf? Ja, siehst du mal. Naja, gut, von zwei Farben, ne? Ne, drei. Violett nach dunkelblau nach hellblau. Boah, die Musik tut weh. Wieso springt der denn nicht? Vielleicht die Taste nach oben. Habe ich gerade gedacht. Ich weiß nur, das Sprungverhalten war wirklich unterirdisch in dem Spiel. Würde ich jetzt bestätigen, weil er springt ja nicht.
Wenn ich jetzt wieder Game Over gehe, dann steige ich auch mal um auf den richtig krassen Scheiß. Los. Okay. Michael, welche Version meinst du mit der Atari-Version? Die ST oder? Dachte, Na es gäbe eine Atari 8-Bit-Fassung. gut, habe ich keine Ahnung von mir. Die Das ist. Wahrscheinlichkeit ist hoch, weil die Spektrumfassung gibt es ja auch. Also. Kann aber auch ST sein, bin ich ganz sicher. Ja, da würde ich sogar darauf wetten, dass es geht, dass es da eine gibt. Ich glaube, die war genauso schlimm mit der Amiga- und 64er-Version. Ich glaube, da haben sie die Version auch nichts geschenkt. Wenn ich mich an das Video richtig erinnere, haben die alle so ihre unterschiedlichen Quirks gehabt. Und ich Was glaube, heißt denn? die C64 sollte sogar noch leichter sein, weil die KI von Tom noch dümmer war. Als auf den 16-Bittern. Genau, Rolling Ronnie wollte ich gerade sagen, war doch, hatten wir doch. Ja, aber Rolling Tachin. Ronnie war ja schon Starbite. Ja, nee, aber bei Tachin halt sagt, er springt ja nicht. Okay, hier steht Atari SC. ZX Spectrum, Amstrad CPC, Commodore und Amiga. Und dann gibt es noch ein Tom und Jerry für NES und DOS von Hightech. Dieselben, die jetzt dieses Spiel hier für den Super Nintendo verbrochen haben. Die Musik tut einfach weh. Ich krieg die nicht zum Springen. 93. Dann schauen wir doch mal. Ah, habe ich sogar hier. Okay, dann schauen wir mal, wie es auf DOS ausschaut. So schlimm kann es ja nicht werden. Haha. Okay, es ist nicht Tom und Jerry. So. So, hier ist der 64. Kannst du springen?
Sollte ich mit Pfeil nach oben gehen, also. Na gut. Joystick Calibration. Was ich sehr sympathisch fand, das Spiel hat mich gleich mit einem Cheat-Menü begrüßt. Und springt. Links? Tatsache. Rechts? Jetzt bin ich gespannt. Stillbild schaut schön aus. Mhm. Hat sogar mehr als vier Farben. Ich bin schon begeistert. Absolut. Sieht gut aus. Mal ohne Flachs. Jetzt muss man nur schauen, wie das Spiel ausschaut. Ich höre im Übrigen noch nichts. Ich habe keinen Sound. Ja gut, wird aber auch überbewertet bei Spielen, ne? Hallo Jungwolle. Hey Jungwolle. Aus dem Auto, an den Stammtisch. Fahr bloß vorsichtig. Okay, ich kann jetzt im Spiel doch springen. Also das war die Feuertaste. Also ich kann springen und ich kann einen Murmel schmeißen. Mit Space komme ich in mein Inventar. Na gut, dann. Ey, da war ein. Ach, ging ich jetzt, verstehe ich es erst. Aus dem Auto in den Stammtisch. Ja, okay, sorry, hab ich gepennt. Okay, ich glaube, das ist dasselbe, das du vorhin gespielt hast für ein NES. Ja, das sieht so aus, tatsächlich. Nur mit ganz schlimmer, mit einem ganz schlimmen Scrolling. Mhm. Ein Staubkorn hat. Nee, es soll eine Spinne sein. Eieiei. Komm ich noch auf die Kiste rauf? Krass, hier gibt es sogar eine Bonussequenz. Ach, ich kann da raufklettern jetzt. Gott, das ist schrecklich. Du meinst diese 3D-Sequenz, wenn du das Level wechselst? Genau. Der Level hat sich aber nicht verbessert hier. Also wenn du im Wörterbuch unter repetitiv nachschaust, dann hast du ein Bild von diesem Spiel. Doch, so viel Abwechslung. Toll. Ich glaube, ich habe Käse eingesammelt. Ich kann es noch nie erkennen. Ja, doch, könnte Käse sein. Ich glaube, das werden die Leute damals auch gedacht haben, wenn sie das Spiel gekauft haben. Ja, Fallschaden. Der Sound erinnert mich deutlich an Commander Keen. Da wird die C64 bis zum Ghostbusters. Gott sei Dank haben sie das Mauseloch so erkennbar groß gemacht. Ernsthaft. Und ich kann hinter dem Mauseloch laufen. Stefan, welche Fassung hast du jetzt? Ich habe jetzt mal eins für den Game Boy Advance gestartet. Einfach, weil mir macht, was du da durchhältst, viel Spaß damit. Ich kann das nicht. Also, mir macht das keinen Spaß. Und dann bleibe ich im Thema, dachte ich wenigstens. Aber mir fällt schon mal, wie er mit der Baseballkeule auf anderen Katzen umschlägt. Und treffen du da nicht.
Ich meine, für ein N64 gab es auch ein. Ja. Gab es auch tatsächlich. So ein Mortal Kombat-ähnliches Spiel. Oh, das weiß ich nicht. Ich habe mir den Mr. Core aber vom N64 noch nicht eingerichtet, sodass ich sagen könnte, ich probiere es einfach mal. Okay, aber so richtig Spaß macht das Spiel ja übrigens auch nicht. Ja, verstehe ich. Ich habe einen Luftballon gefressen, jetzt kann ich höher fliegen. Alter, die Programmierer müssen Drogen genommen haben. Die sind gerade Clowns so lang gelaufen, das macht alles gar keinen Sinn. Leute, ich habe die C64-Version durchgespielt. Weiß ich? Ich hab irgendwie ein Level gespielt, da stand dort ein Jürgen und da kommt der End. Genau. Ich habe keine Ahnung, was ich gemacht habe. Das war keine Absicht, nein. Ich bin durch. Ne? Das ganze Spiel in 2 Minuten. Und dafür hast du dann so dein Taschengeld von 2 Monaten. Da stelle ich mir bösartig vor. Wie gesagt, ja. es kam dieses Bild hier dahinter, so. Aber es ist ein schönes Bild. Ja, wie gesagt, Standbilder können sie. Ich meine, ich muss schon lachen, wie dort stand you're the winner. Da dachte ich, hallo, ich dachte, ich hätte ein Level beendet. Und das ist ja eine Aussage auf dein Leben, Manfred. Das musst du sehen. You're the winner. Fertig. Ja. Also so würde die Grafik eher aussehen wie Space Quest, statt mit Tom und Jerry. Aber. Ich bin immer noch erstaunt. Ich wollte es gar nicht durchspielen. Aus dem Bildschirm kommt man nicht mehr raus. Wunderbar, sehr gut. Ja, aber es ist ein schöner Bildschirm. Da konnte keiner einen Rechner, dass jemand durchspielt und dann nochmal spielen will. Genau. Aber ich kann nochmal sagen, du hast recht, Michi. Standbilder können sie. Ich schaue mal, ob ich der Mega was durchspielen kann. Naja. Wie viel Level hat er das denn jetzt? Ich dachte, ich hätte ein Level abgeschlossen, also auf einmal kam die Meldung, irgendwie der Bündel, dann war das Spiel vorbei, genau. Also, ich habe nicht damit gerechnet. Aber ich habe, glaube ich, damals sogar im Test gelesen, dass man sehr schnell durchspielen kann. Also das war, glaube ich, damals der Ärger, dass es irgendwie so kurz war, das Spiel. Ich weiß, ein Freund von mir hatte das in so einer Magic Bytes Collection enthalten. Aber das war irgendwie das Schlimmste, was ich jemals gespielt habe, ob ich mir recht kann. Einen netten Gag gibt es bei dem Magic Bytes Logo, brüllte Cherry mit der MGM-Löwe. Das ist ja, nett tatsächlich gemacht. Niedlich. Aber warum ist die Umsetzung immer so schlecht für die Spiele? Die Spiele hätten so viel Potenzial gehabt. Also, warum wurde das alles so schlecht? Traurig. Keine Zeit, kein Geld für Entwicklung. Oder schnell rausgeschustert oder das ja, natürlich. Geschäft und so weiter. Wobei, ich weiß nicht, der Film kam ja erst viel später. Ja, eben. Also wirklich einen Zeitdruck hätte es bei Tom und Jerry nicht gegeben. Stell dir mal das Spiel als Point-and-Click-Adventure vor. Gut gemacht vielleicht, mit voller Atmosphäre. Da warte ich gerade noch auf ein Paket. Erzähl. Allerdings nicht Tom und Jerry, sondern Scooby-Doo. Oh, da gibt es auch tolle Versionen. Ja, da gibt es zwei Spiele. Oder ein Spiel, das für zwei Systeme rausgekommen ist. Die Super Nintendo-Fassung habe ich hier und die Mega Drive-Version habe ich jetzt bei eBay mal erworben. Letztere soll ein Point-and-Click-Adventure sein. Für den Mega Drive. Da bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Bei der Super Nintendo auch mal auf N64 ein Spiel, ne? Bitte? Scooby-Doo gab es auch auf N64 ein Spiel, ne? Ja, aber da weiß ich ehrlich gesagt nicht, wie gut die alle sind. Ne, ich glaube, die sind nicht gut, aber das ist so eine meiner Kindheitserinnerungen tatsächlich.
wie ich dieses Spiel spiele zu Weihnachten kurz. Und mein Vater hat das eine Mal in seinem ganzen Leben bei uns einen Weihnachtsbaum geschmückt. Irgendwie so. Während meine Mutter noch auf Arbeit war als im Krankenhaus. Aber ich weiß nicht, ob das Spiel Spaß gemacht hat. Also auch dieses Spiel auf dem Game Boy Advance ist bescheiden. Man könnte fast meinen, die haben alle nicht gewusst, was sie mit der Lizenz anfangen sollen. Aber wollten sie alle haben? Ja. Ja, weil Tom und Jerry war gerade Anfang der 90er, Ende der 80er, im Fernsehen noch sehr erfolgreich gelaufen ist. Aber du hast ja dort nichts Konsistentes, außer dass sie sich gegenseitig die ganze Zeit auf die Mütze geben. Ja, aber es reicht doch. Ja, aber fürs Spiel reicht es halt scheinbar nicht. Naja, ich meine, wenn man sich ein bisschen mehr Mühe beim Level-Design gegeben hätte, wäre es was ganz Anständiges rausgekommen, aber... Ich denke auch, man hätte ja damals einen durchschnittlichen Jump-Run machen können, ne? Ich bin gerade hier einige Mal schon irgendwie an Coolspot erinnert. Riesige Level, etwas verschachtelt alles. Und ich stelle fest, der Amiibo sonst spielt sich schlechter. Der Steuerung für Linux ist grauenvoll, ich komme nicht weiter. Boah, ist das übel. Ah. Noch ein Leben oder bin ich jetzt hinüber? Nee, bin leider nicht hinüber. Junge, der meint auch, die Physik wäre aus der Hölle, Mama Amiga. Das trifft noch Gelände, ja. Ich habe es jetzt keinen einzigen Sprung richtig geschafft. Genau. Bist du einmal gesprungen bis jetzt oder bist gar nicht? Also ich bin mit der Feuertaste. Wie bist du gesprungen? Hast du Knopf gedrückt oder was? Kopf, Feuertaste, ja, Kopf drücken. Okay, ich habe bei mir nicht reagiert dann. Ah, kannst du einen Knopf drücken und nach oben? Dass irgend so eine schräge Kombination also, ist? Also hier reicht normal Kopf drücken, hier also. Aber okay, es ist sehr ungenau. Es ist höllisch ungenau. Also ich habe keine Ansicht. Genau, mehr schaffe ich nicht. Ich schaffe nicht mal den ersten Bildschirm. Na gut, du kannst ja nicht alle in 2 Minuten durchspielen, ja? Ich hatte auch nicht vor. Also lass doch mal die Kirche im Dorf. Ach so, du meinst, wenn ich das Spiel starte, dann kommt schon die Frage, ob ich es selbst durchspielen soll, oder? Genau. Naja. Lad doch gleich mal den Endbildschirm. Das wäre dann aber Gnade. Mit dem Oberbildschirmbild hat es nicht mehr gereicht, ja. Ja, Michael, du musst mit dem Qualitätsprodukt zufrieden sein. Ne? Man kann nicht alles haben. Also, auch noch ein Game Over-Bildschirm. Oh, ist das ein schlechtes Spiel. Level-Design ist der Hölle. Dass du das überhaupt schon noch spielst, wundert mich. Ich habe nichts anderes vorbereitet. Ja. Vorbereitet brauchst du ja auch nicht. Wir sind ja alle ohne Vorbereitung. Ich gucke jetzt gerade live nach der N64-Version. Ach, das ist also der Game Over-Bildschirm. Jetzt habe ich es auch mal gesehen, okay. Ach so, ich brauche bloß warten, bis die Zeit vorbei ist. Hätte das gewusst. Fists of Fury, das klingt schon so spannend.
Ja, Tag, den alle schon überlegt und so. Aber das ist gar nicht mal so leicht, weil du kannst nicht wirklich manchmal voraussehen. Also jetzt hätte man es ahnen können, dass es kein gutes Spiel wird. Spoiler, ich habe es geahnt. Aber ansonsten ist es ja schon so. Wenn es auch nur ein halbwegs okayes Spiel ist, finde ich eigentlich 1,5 bis 2 Stunden, die wir dann immer spielen, finde ich eigentlich schon ganz okay. So, aber also da irgendwie so ein Spiel auf Heil. Also wir versuchen es ja gerade. Ich verstehe es nicht. Tom und Jerry, Fist of Fury fürs N64. Die reine Cartridge verlangen sie 50 Euro. Ja, für, für die PC-Version 10er. Na, das wundert dich. Das hat nur der PC. Ja, es ist dasselbe grottige Spiel. Auf dem PC, wenn du ein schlechtes Spiel holst, dann sind die Preise meistens noch niedrig, Details, außer es ist legendär schlecht. Naja, Nintendo 64 sammelt mal ein Fullset, bei PC holst du deine Schmuckstücke raus. Ja. Naja. So, jetzt wird's richtig gut. Bestimmt. Ich habe gerade nachgeschaut, ob es vielleicht jemanden gibt, der dafür Geld gibt, dass man es ihm abnimmt. Aber... Tom und Jerry fürs Mega Drive. Grüne Augen. Mhm. Also du meinst bei dem Tom und Jerry quasi Schmerzensgeld beim Kauf, oder? Für den Käufer. Ja. So wie wenn du dir Super Mario 64 kaufen würdest. Aber ich glaube, die Zeiten sind auch vorbei. Mittlerweile verlangen die da auch Geld für. Es hat schon diesen Status legendär schlecht. Ja, Super Mario 64 ist der Kult. Konntest du nicht auch Gegenstände runterschmeißen auf Tom? Manfred? Ich habe keine Ahnung. Ich bin schon wohl nicht gleich stirb, also. Ich überlege, ob ich von Level ab. Ach doch, so kann man Level abkürzen, okay. Tolle 3D-Sequenz wieder. Ach nicht. Also ich weiß, ich habe hier von Level gewechselt, aber in der Garage und habe ich durchgespielt. Keine Ahnung wie. Ich probiere es mal. Ey, sie haben wirklich nicht ein gutes Tom und Jerry Spiel gemacht. Auch das Spiel ist ja richtig kacke. Ja. Dass das ein... Aber guck mal, so als Idle-Animation haben sie immerhin, ist Tom auf Drogen, wenn du dich nicht hörst, Joystick. Also wie sieht er bekifft aus? Naja, nee. Alles klar, weiter geht's. Das ist ein super, super Spiel. Ich habe nämlich auch gedacht, eigentlich sieht es auf dem Standbild, wenn ich hier stehen bleiben könnte, sieht es tatsächlich recht hübsch aus. So. Finde ich mich auch. Aber lass dich nicht täuschen. Die schwebende Plattform, was hat... Es ist einfach gar kein Level-Design, das Spiel.
Oh, ist das Kacke. Ah, ich sehe gerade, ich kann rennen. Er kann rennen, aber dann kann er nicht springen, oder was? Ah. Jetzt, wieso habe ich denn jetzt erst, dass ich schießen kann? Ah, jetzt kann ich meinen Controller konfigurieren. Boah. Ich glaube, das Allerschlimmste ist die Musik. Sie ist jetzt in allen drei Leveln dieselbe. Ja, ne? Und es ist auch, also, Musik ist ja schon weit hergeholter Begriff, weil letztendlich ist es ja nur so ein Soundjingle, der so abläuft. Und so ein Ja. Endlosloop. Jungwolle, natürlich, du hast es richtig erkannt. Er kann übrigens nur rennen, aber nicht springen. Wenn er rennt, meine ich. Also Multitasking ist für eine Katze nicht drin. So, was haben wir noch für ein Spiel? So. Ich muss bei mir noch ein bisschen einstellen, aber ich habe jetzt tatsächlich noch was gefunden. Und zwar habe ich die N64-Version jetzt mal. Ja. Fists of Fury. Die kann ja nur ein Highlight sein. Ja, und wenn ich jetzt nicht das falsche auswähle, dann kriege ich dich auch ja, angezeigt. Schlimmer kann es nicht mehr werden. Jetzt aber. Ach. Abwarten. Ich muss eigentlich so ein klein wenig konfigurieren. Das macht zumindest mal keinen so schlimmen Eindruck bisher. Ah, jetzt muss ich nur noch den Ton bei mir auf den Ohren leiser kriegen, dann Ich lenke ich mal ins Spielwagen. habe jetzt hier mal die Game Gear-Version Tom and Jerry the Movie. Also die gespielt, gerade spontan gefunden, also keine Ahnung, was gut ist. Wahrscheinlich nicht. Jungwolle, ich wollte dich gerade entsperren mit dem Spruch, den schon was, weil da war ja an sich nichts Schlimmes, aber ich habe mich leider verdrückt. Jetzt wird er mir nicht mehr angezeigt. Ja, ich habe ihn freigegeben. Achte mal auf die tolle Animation von Tom. Also das passt. Ich hatte Box. Ach, mein Steuer, Tom, okay. So. So. Ich spiele sie auch nicht besser. Also, jetzt haben wir mal ein Spiel, das von Ubisoft verbrochen wurde. Übi? Ja, wie auch immer. Wenigstens Deutsch.
Ja, passt schon. Ein Spieler und ich kann genau zwei Leute auswählen. Yay. Ja, den Rest musst du dir freischalten. Ja, genau. Im Backyard Bash. Wenn sie nicht die anderen sind, die DLCs. Auf dem N64? Natürlich. Schwierig. Wobei. Das ist, glaube ich, das erste Mal, das Spiel eingewachsen, wenn nichts an die Serie rankommt. So, ich starte jetzt nochmal vor Tom und Jerry die Amstrad-Version. Die ist bestimmt sehr viel spielbarer. Die Musik tut schon mal weh. Ist auch ein bisschen zu laut. Also die Game-Gear-Person ist auch nicht schön. Ich finde wirklich auf allen Systemen, ich finde die Standbilder sind wirklich nett gemacht. Also es sind halt nur Standbilder, klar, aber in Amstrad finde ich, sieht das so ganz nett aus hier. Wahrscheinlich hatten die Rechteinhaber zwar keine Ahnung von Videospielen, aber viel von Grafik. Ja, vielleicht, ja. Ich hatte gerade eine Idee, nachdem das Spiel eh so unspielbar war, nehme ich mal den harten Schwierigkeitsgrad. Also, dann kannst du ja sonst nichts. Ey, Dachin, keine Ahnung. Ich glaube, Tom und Jerry ist heute für Kiddies kein Thema. Ja, wobei es gibt immer noch neue Serien. Oder ja? Ja, ja. Ich sehe das bei meiner Schwester immer wieder, wenn es für ihre Kids das Super RTL oder sowas laufen hat. Jetzt sind die Kids wieder daran schuld, ne? Dass du zufällig sowas siehst. Ja, ich schaue kein Fernsehen, deswegen muss ich das tatsächlich bei meiner Schwester sehen. Ja, ja. Ja, ich weiß nicht, ob das für ein Spiel halt so, also ich glaube, das lohnt sich nicht, weil dann denkt ihr einfach eine andere Katze aus und so nach dem Motto. Ich glaube nicht, dass es so viele Leute gibt, die tatsächlich wegen Tom und Jerry so ein Spiel kaufen. Aber ey, das ist reine Mutmaßung natürlich. Ich habe mir letztes Mal den Spaß gegönnt, habe mir den Film auf DVD angeschaut, aber gar nicht mal schlecht. Also. Das war ein Zufallsfund. Ich habe nicht einen Film von denen gesehen, tatsächlich, nur die Serie nochmal. Ja, es gibt nur einen Film und der hat nicht viel mit der Serie zu tun, tatsächlich. Da haben sie auch nicht gewusst, was sie mit der Serie anfangen sollen. Und haben naja, wobei wir ja natürlich. Story reingepackt. Die haben ja nur in Deutschland diese Sketche so zerstückelt, ne? Also. Nee. In Deutschland haben sie zusätzlich zu den Sketchen noch die Reime reingebaut. Ja, ich bin der Meinung, nur mal gelesen zu haben, dass das, tatsächlich die Deutschen die Filme, die Sketches quasi zusammengeschnitten haben. Deswegen immer, irgendwann habe ich auch mal den Sketch gesehen, wo er tatsächlich die Szene ist, wo er da in seinem Buch liest, was wir halt quasi kennen, immer so als Zwischending. Aber es ist jetzt auch gefährliche Halbwissen, dünnes Eis. Na, in Deutschland hast du, die in den Originalen ist nicht kommentiert. In Deutschland hast du halt eben diese Reime, die recht kultig geworden sind, so wie sie es bei Rosa-Roten Panther auch schon gemacht haben. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich dem überhaupt keinen Schaden zufüge. Wenn ich hier durch die Gegend prügel. Lässt du dich von der Maus verprügeln? Nein, ich bin die Maus. Ach so. Das ist ja das Problem. Na gut, dann kann ich so argumentieren, dass eine Maus hat halt nicht so viel Kraft wie eine Katze. Will der mal runterkommen da oben? Also das hat mich jetzt hier nicht weitergebracht. Steuerung ist ja unter der Sau, aber naja. Oh, Jungwolle, du bringst mich auf eine Idee. Mit Roadrunner? Ja. Meep, meep. Da gab es ein Spiel für C64. Das war so absolut repetitiv und grausam. Aber in einem sehr späten Level, kurz vor Ende, wenn du nicht aufgepasst hast, hast du dich so in dem Level verhakt, dass du nicht mehr weitergekommen bist. Einfach.
Weil das Bild noch ein wenig zu gescrollt ist und du hättest noch einen Schlenker machen müssen im Level und den konntest du nicht mehr machen, weil der aus dem Bild rausgegangen ist. Du sprichst von der C64-Version, oder? Mhm. Die hat auch einen GameStopper-Bug. Es gab noch einen. Es gab doch diesen Level, wo dieses Labyrinth ist. Und wenn dann Thomson mit der Rakete verfolgt, dann blieb die Figur auf einmal stehen. Man konnte es nicht mehr bewegen. Und dann war Game Over. Das passiert immer bei einem Level. Also, das war unvermeidbar. Nicht mal mit Cheater. Also. So, mal schauen, wie die Mega-Reife-Version hier ist. Kennt das Spiel jemand von Tom und Jerry? Ich habe, glaube ich, tatsächlich sogar ein Tom und Jerry Spiel für das Game Gear, aber ich weiß nicht mehr, was es ist. Das ist Mega Drive. Die Mega Drive Version habe ich doch gerade gespielt. Mega Drive hat, okay. Ja, die hat Stefan gerade. Aber das ist die Steuerung sogar etwas besser, stelle ich fest, etwas genauer. Das Spiel ist aber nicht besser. Ja gut, man kann nicht alles haben, oder? Jetzt komm her, Maus. Du kannst so einen Football einsammeln, damit kannst du dann werfen. Der bringt aber nicht viel, weil in der Zeit, wo du den Football wirfst, hast du dir auch schon längst einen Schuss eingefangen. Ja, ich weiß. Ich musste gerade lachen, Ratten mit Gewehr. Also wenn du sowas im Haus hast, dann freust du dich auch. So, jetzt springt da hier auch mal die Maus. Ich weiß nur nicht, was ich tun soll. Die springt wie ein Flummi. Macht wirklich keinen Schaden. Also die Maus meine ich jetzt. Ich habe eine Flummi-Maus. Das Sprungverhalten auf dem CPC muss, glaube ich, noch schlimmer sein als... Es ist wirklich wie ein Flummi. Ich habe, also... Nein, Tom, bleib weg. Ich bin eingesperrt hier. Was ist denn fürchterlich? Sorry, you lost. Yeah, okay. Alter, was, wer hat denn... War der harte Dude da? Der sieht auch wirklich nicht, wenn der springt, wer kam denn auf die Idee und hat gesagt, wir müssen... Also der sieht wirklich nur ansatzweise aus wie Jerry in der Seitenansicht. Ansonsten erinnert er mich wirklich mehr an diesen Bärenmarkenbären. Gott, ist das schlimm. Aber ein schönes Standbild hast du. Also können sie alle, egal auf welchem System, in welchem Jahrzehnt, nur Spiele können sie nicht. Was ist ein Kack, ey. Ich glaube, die beste Version, die ich heute gespielt habe, war die Spektrum-Version. Weil ich sie am kürzesten gespielt habe. Und auch die hat übrigens tatsächlich ein schönes Standbild gehabt. Ey, was ist denn eigentlich für ein Sprungverhalten? Wer hat denn sich das ausgedacht? Die Maus springt so wie so ein Flummi, der nicht rund ist. Weißt du, wenn du auf den Boden wirfst, der Flummi fliegt irgendwo hin. Mit dem Ei erschlagen. Naja, Moment, Jungwolle, nicht jeder vorherige Stammtisch. Ich habe so, in meiner Erinnerung hatten wir so 4-5 Wochen hintereinander, wo sehr viel Schrott bei war. Ja, das meiste kam von Patrick.
Ich wollte gerade sagen, das waren die legendären Patrick-Wochen. Alos Wochos. Danke an den Tipp mit Roadrunner, gell? Ich glaube, glaube ich, jetzt ja, aber generell diese ganzen Looney Tunes-Geschichten, da gab es ja auch einige richtig gute Spiele dabei. Ausnahmsweise mal. Ich habe sogar eins mir mal aus der Bibliothek ausgeliehen, damals in der Endphase des Super Nintendo. Das war irgendwie Wacky Wheels oder was. Das war irgendwie sowas wie Summer Games, nur als Looney Tunes. Das fand ich tatsächlich ganz cool. Ja, ich habe hier auch noch eins. Das ist so ein Puzzle-Plattform-Ding für die PlayStation. Wild Wacky Sports, so hieß das, glaube ich. Ich weiß nicht gerade nicht, wie der Titel heißt. Ja, Junge, es war auch völlig subjektiv. Ach, Tachchen, du bist zu nett. Du bist zu nett. Sag doch nicht sowas. Looney Tunes Basketball? Nee. Ja, doch, gab's garantiert auch zu Jack Space Jam. Ja, habe ich gerade hier so. Wild Guns, Wild Wacky Sports hieß das. Da könnt ihr schwören. Tatsächlich? Tatsächlich? Überleg gerade, Jungbolle, also was haben wir denn letzte Woche gespielt? Letzte Woche war Rocketman Adventures, oder? Ja, das von Oliver. Mega Drive. Ach so, stimmt. Das war gut, das stimmt. Das war wirklich gut. Und davor? Lomax. Okay, das war auch gut. Kommen wir langsam vor, wie hier bei das Leben des Brian von wegen. Ja, was haben uns die rübergebracht? Äquadukte? Ja, okay, abgesehen von den Äquadukten, was haben sie uns gebracht? Ansonsten gutes. Schulen? Okay, abgesehen von Schulen. Also ich kann eigentlich hier nur punkten, wenn ich Sachen schmeiße auf die Entfernung. Hi, Turbo-Torte. Dir auch einen schönen guten Abend. Und ich würde sagen, wir spielen nächste Woche Beethoven Teil 2. Oh Gott, nee. Da können wir auch gleich zu Weihnachten Kevin allein zu Hause und allein in New York spielen. Ich glaube, die sind besser als Beethoven. Patrick, sag doch mal was. Du hast dich hier zum nächsten Endgegner durchgekämpft. Ja, wir erwarten Tom. Und gerade geschafft. Spielst du das mit Trainer oder quälst du dich da wirklich durch die ganze Zeit? Quäl mich durch. Oh Gott. Gibst du, heute bin ich schlecht vorbereitet. Wieso? Also, im Gegensatz du bist der Einzige, der sich vorbereitet. Richtig, wir bereiten uns schon lange nicht mehr vor. Nee, normalerweise lade ich die ROM noch runter, schaue, ob sie funktioniert, spiele kurz. Ja, das Einzige, was ich hier in Vorbereitung habe, ist, dass ich den ganzen Tag auf Emulatoren parat habe, um schnell was zwischenzuschieben. Genau, und bei mir ist es so, ich habe den Mister und bin dafür sehr dankbar. Den habe ich halbwegs einfach eingerichtet, so die verschiedenen Cores, und dann muss das laufen. Oder auch nicht.
Ja, dann hätte das neue Robocop spielen können. Das soll gar nicht so scheiße sein, ne? Neues Robocop. Ja, ja. Ja. Von Gibt schon eine denen, die Demo-Version. Schon Terminator Resistance gemacht haben. Ich warte auf den Sale und dann könnte es sein, dass ich mir meinen Xbox-Guthaben, was ich mir erarbeite, so regelmäßig, dass ich es dafür vielleicht einsetze. Weil so richtig Geld ausgeben mag ich dafür jetzt auch nicht. Was für ein merkwürdiges Spiel. Also im Prinzip läufst du nur rum und sammelst auf und wirfst. Und schaust, dass du den Gegner möglichst auf Abstand hältst. Naja, in so einer Kampfarena, ne? Ja. Aber es ist ja nicht das Dümmste, theoretisch. Ja, aber ich habe jetzt pro Runde ein oder zwei Gegner mehr, die ich ausschalten muss. Ich weiß gar nicht, wie viele Runden es gibt im Singleplayer. Ob das jemals zu Ende geht. Vor allem verhält sich die KI so dermaßen dämlich. Jetzt fliegt er da oben wild in der Gegend rum, ohne dass er irgendwie mich oder jemanden erreichen könnte. Solche Aussetzer hat die KI aber ständig. Kaden, ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass irgendeiner von uns gesagt hat, wir spielen zu Weihnachten alle schön, alle Kevin allein Spiele. Ich habe da irgendwie vielleicht gerade Tonaussetzer gehabt, als irgendjemand das gesagt hat. Aber, also ich bin da zufällig nicht für zu haben, so richtig. Ich auch nicht. Ich habe schon einmal versucht, so ein Spiel zu spielen. Das ist eine Echt? Erfahrung. Das ist eine Erfahrung, die brauchen wir nicht nochmal. Was hast du denn probiert zu spielen? Ja, es war mal im Kaufhaus als Demo fürs Super Nintendo. Ach so, okay. Die Zeit. Ja. Aber das prägt. Im Übrigen gab es in dem gleichen Kaufhaus auch noch die Beethoven-Spiele. Ja. Die müssen ja, da kann ich ja dann irgendeins dieser Beethoven-Spiele hat irgendwie 9% oder was in der Zeitung bekommen, wo ich gedacht habe, Ich wow, das weiß muss. nicht, welches das ist. Ich weiß nur, dass ich es nicht weiter als 10 Meter geschafft habe, weil ich dann vor einem Hindernis war, über das ich nicht drüber gekommen bin. Das Beethoven 2 für den Gameboy nicht ziemlich gesucht. Das kann durchaus sein, weil die Spiele, die teuer sind, sind ja nicht die, die sich gut verkauft haben, sondern sind die, die sich beschissen verkauft haben. Ja, weil selten. Genau. Deswegen irgendwie zumindest eine Zeit lang war Rumble Roses auf der PS2 ein unfassbar teures Spiel. Ich weiß nicht, ob es heute noch ist, ich vermute ja. Und das Spiel war echt beschissen. Das war einfach ein Frauen-Wrestling-Spiel und das hat halt keinen interessiert. Aber genau deswegen ist es heute so teuer, wenn du es hast. Warum ich so ein Wissen mir merken kann, auch meine eigene Telefonnummer nicht, fragt mich ein anderes Mal. Oh. Nach 10 Kämpfen habe ich jetzt mal wieder eins verloren. Daneben. Aber Beethoven ist von derselben Klitsche, die jetzt gemacht hat. Diese Tom und Jerry Spiele. Ja. Merkst du was? Ich erkenne ein Muster.
Und Standbilder können sie. Ist so. Standbilder können sie. Ich gebe auf. Was? Rescue Chubby. Mhm. Herr Jungwolle, keine Ahnung, von wann war die Spiele? Gute Frage. Müssen so um die 94 rum gewesen sein. So spät? Ich weiß nicht, wann waren die Filme? Aber hey, der hat so einen Schall. Die haben sich an Echo the Dolphin Aber Mensch, er kann sich schütteln, er kann grimmig gucken, er kann so einen Schall machen, ist doch ein knaller Spiel. Ihr schweift schon ab, ich sehe es ganz genau. Nee, wir sind, also ich spiele ein Spiel um die Firmenpolitik von Tom und Jerrys Firma da, also. Beethoven. Das ist wirklich von derselben Klitsche, habe ich gerade festgestellt. Wer spielt dann? Manfred spielt Roadrunner. Okay. Genau. Ist das eine PC-Version? Nein, N64. Ja, vom Weiten könnte es auch frühe 3D-Grafik sein. Ja, gab es auch für einen PC. Patrick hat schon resigniert. Cool, das ist gut, der hat am längsten durchgehalten. Oh, okay, Entschuldigung. Oh Gott, ist das scheiße. Ja, ich bin etwas im Fehlfarben. Ich stelle noch mal wieder ein bisschen aufrecht. Du bist bunt. Ja, in Farbe und bunt. Genau. Boah, Beethoven ist wirklich kacke. Für die, die es noch nicht wissen, ist es wirklich kacke. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Der Film ist doch so gut. Ist die Musik von dir, Stefan? Ich habe keine Musik eingeschaltet, nee. Oder ist Manfred mit dem dum 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 dum? Oder ach, das ist meins. Oh Gott. Ich wundere mich gerade, wie kommt denn hier der Ton rein? Ja klar, das läuft ja noch. Manfred, du sollst mal was sagen, damit dein Spiel auch mal zu sehen ist. Aber Robin, den Ton, den du hörst. Oh, sorry. Jetzt habe ich es ausgestellt. Nee, komm rein. Jetzt habt ihr alle reingefabelt. Jetzt erzähl es. Komm, Patrick. Den Ton, den Robin gehört hat, ist der einzige Ton, den es im Spiel gibt. Es gibt keine andere Musik. Das stimmt, es gibt nur eine Musik. Ach, hör auf. Ich meine, das ist doch eine Cartridge. Da hast du doch im Prinzip einen Megabyte Platz für Musik. Wenn du möchtest. Also ich habe jetzt bis Level 3 gespielt und du hast immer die gleiche Musik. Das ist ja nervtötend. Und dafür 129 Mark? Ja, aber dein Geld ist ja nicht weg, es haben nur andere, wenn du es dafür ausgibst. Das ist eine gute Sicht der Dinge. Nee, das ist alte Börsenweisheit, ne? Okay. So, jetzt Manfred, sag doch mal was, endlich. Ja, ich zock Roadrunner. Hat eine absolut hakelige Steuerung, aber irgendwie ganz nett. Das habe ich damals am SC zuerst gezockt. Das hat ein Kumpel und das Spiel ist recht nett. Das hat sogar zwei Spieler, wo das war, aber nacheinander, aber gut, war es schlecht. Aber es spielt sich ganz nett hier. Und es hat sogar so ein bisschen so eine Continue-Funktion. Also man kann im letzten Level wieder anfangen. Ohne Cheat wohlgemerkt. Das war dieser Shortcut. Das ist am alten Spiel erstaunlich. Und das kommt man sogar unendlich annehmen. Also. Ja, meine Übung ist halt definitiv weg. Das war eine Sackgasse, wunderbar. Toll. Wollt ihr noch spielen? Nein. Alles klar. Fazit habt ihr schon gemacht? Ja, mehrfach, glaube ich. Okay. Also ich liebe es. Ich werde weiterspielen. Nicht. Die Standbilder sind gut. Ja, die Standbilder sind gut. Die können sie. Eindeutig.
Also ich finde, das Sprite ist ganz niedlich gezeichnet, dann hört es aber schon auf. Die Gegner finde ich potthässlich. Und ich weiß nicht, ob sich das verbessert mit der Zeit. Das ist eigentlich, sieht es ein bisschen aus wie einfach ein stilarmes Jump'n'Run. Und ich weiß nicht, wie schwer es nachher wird. Ihr habt ja nachher irgendwelche so Seilbahnsysteme, die ihr dann springen müsst, ne? Im nächsten Ja. Level. Ja. Ja, gut. Aber wie viel hat das wirklich mit Tom und Jerry zu tun? Ja, die Frage stellt sich, ja. Gerade bei mir. Ja, das ist irgendwie seltsam. Lizenzen, alles Lizenzen. Ja, klasse. Was war nächste Woche? Was hattet ihr gesagt? Ah, nächste Woche hatten wir. Oh Und Gott, Jeff Minter, ja. Jeff. Ach ja, hier hattet ihr die Llamasoft-Spiele. Ja. Was solltet ihr spielen? Attack of the Mutant Camel. War doch mit diesen geilen Geräuschen, ne? Ich habe keine Ahnung. Habe ich nie Ja. gespielt. Ich wünsche euch dabei schon mal viel Spaß. Ich mache vielleicht dann nächste Woche das Intro, um zu gucken, wie ihr leidet. Heute musste ich das ja nicht so gucken, weil ich jetzt so viel zu tun hatte. Aber du gewinnst, habe ich gerade gesehen bei Michael. Ja, viel Spaß beim vielen Dank beim Zugucken. Ich habe, glaube ich, gar nicht Twitch auf. Ich kann gar nicht sehen, wer jetzt online ist. Michael, wenn du Ja, willst, ich kannst du schaue gleich gerne. mal. Ja, wir können mal gucken, wen wir raiden. Und allen anderen, die zuschauen, uns noch nicht gemacht habt, unten könnt ihr uns folgen. Und wenn ihr vielleicht sogar ein Amazon Prime-Abo habt, was ihr nicht für Twitch benutzt, dann könnt ihr einen Streamer supporten. Nämlich den könnt ihr dann unterstützen mit 3 € sonst was kostet es normalerweise. Amazon Prime-Kunden können einen Streamer kostenlos unterstützen. Und der kriegt dann 2 € X pro Monat bezahlt dafür, dass ihr ihm folgt. Ja, lieben Dank. Wie immer eine tolle Runde. Auch wenn ihr vielleicht heute nicht so das Hoch hattet, sondern mehr so in der Mittelklasse versunken seid. Aber Stefan hat ja Beethoven gespielt und da hat er ja das beste Mega, der Spiel Abend hat heute sich schon. voll gelohnt. Ja, lieben Dank und bis bald. Jo, ich Ciao. schieb euch mal alle Ciao. rüber zum Ragnik. Tschüss. Servus.